In seinem Statement zur Rolle der Digitalisierung bei der Bewältigung der Corona-Krise hat Minister Pinkwart zahlreiche Aspekte betont. Ganz wichtig sind die digitale Wirtschaft und deren Zukunft, der Ausbau der digitalen Infrastruktur und natürlich auch Bildungsfragen. In der seit 2018 entwickelten Digitalstrategie NRW hat die Landesregierung Projekte und Maßnahmen aus allen Ressorts zusammengetragen und daraus ein integriertes Konzept entwickelt. Ich spreche dazu nun mit Wulf Pabst. Er ist Referatsleiter Strategische Planung und Kommunikation im Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie in Düsseldorf. Hallo, Herr Pabst. Hallo, Herr Professor Bieber. Herr Pabst, der Minister Pinkwart hat im Video schon gesagt, überall im Land haben die Menschen auf die Corona-Pandemie reagiert und für viele hilft die Digitalisierung dabei, den veränderten Alltag auch zu bewältigen. Wie sieht es denn im Ministerium aus? Arbeiten Sie auch mehr aus dem Homeoffice und finden Besprechungen und Meetings jetzt im virtuellen Raum statt? Ja, also wie Sie sehen, aktuell bin ich hier an meinem Arbeitsplatz im Ministerium in Düsseldorf, aber das war in den vergangenen Wochen auch anders. Wir haben sehr davon profitiert, dass wir auch digitales Modellministerium sind und deswegen alle Kolleginnen und Kollegen hier auch mit Laptops, mobilen Endgeräten ausgestattet waren, auch Einwahlzugängen. Und insofern konnten wir da sehr schnell umstellen und haben dann auch sehr lange, fast ausschließlich und fast alle wirklich von zu Hause gearbeitet. Auch die Landesregierung insgesamt hat da die Zugänge und die Ausstattung innerhalb kurzer Zeit verbessert und vergrößert, sodass da auch in den anderen Häusern ganz viele Kolleginnen schnell wechseln konnten. Und ja, wir haben damit positive Erfahrungen gemacht und ich denke, vieles davon wird auch bleiben. Also auch wenn ich jetzt wieder mal im Büro bin, wird es bei uns allen so sein, dass wir auch mit Sicherheit verstärkt in Zukunft die mobile Arbeit nutzen werden, weil es einfach viele Vorteile hat und flexibler ist. Und diese digitalen Statements, so wie wir gerade eins gesehen haben, ist das mittlerweile schon ein integraler Bestandteil des Ministers? Er ist ja immer auf vielen Veranstaltungen unterwegs gewesen und das geht ja wahrscheinlich auch für eine ganze Weile noch gar nicht. Ja, das haben wir schon relativ früh begonnen, dass wir auch angeboten haben. Der Kalender des Ministers ist ja immer gut gefüllt. Und da kann er nicht überall sein. Da haben wir auch immer schon gerne Video-Statements angeboten. Und er macht es auch gerne. Jetzt in der Corona-Zeit hat das nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, weil vieles abgesagt wurde, aber auch zahlreiche Veranstaltungen dann eben virtuell ausgerichtet wurden. Und wir haben deswegen auch jetzt verstärkt Video-Statements aufgenommen und geliefert. Und ja, das kommt ganz gut an. Und natürlich ist es auch so möglich, einfach bei viel mehr Veranstaltungen präsent zu sein und auch ein Stück weit in den Dialog zu kommen. Jetzt über das Video-Statement selbst nicht, aber so wie wir das jetzt tun, eben im Anschluss und im Zusammenhang damit, kann dann auch Dialog entstehen. Wir haben gerade den Satz gehört, die Pandemie funktioniert wie ein Beschleuniger für die Digitalisierung. Was heißt das denn jetzt für die Digitalstrategie? Müssen die Projekte jetzt schneller umgesetzt werden? Oder wie beeinflusst die veränderte Situation auch die Planung in Ihrer Arbeit in den nächsten Monaten? Ja, also zum einen gibt es auch ganz konkrete Projekte, die einfach jetzt früher umgesetzt wurden, die vorgezogen wurden. Zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen im Gesundheitsministerium haben das virtuelle Krankenhaus jetzt vorgezogen, schneller an den Start gebracht und konnten das auch schon erfolgreich jetzt im Rahmen der Pandemie nutzen, die neuen Möglichkeiten, die es da gab, eben virtuell zusammenzuarbeiten. Aber wir werden sicherlich auch sehen, dass es an anderen Stellen der Digitalstrategie jetzt nochmal einen Änderungsbedarf gibt, einfach durch die Erfahrungen auch, die jetzt mit der Corona-Epidemie, Pandemie gemacht wurden. Da werden wir sicherlich Änderungen auch noch einbauen, die dann auf die Erfahrung zurückgehen. Wir haben sowieso vor, die Strategie im nächsten Jahr fortzuschreiben. Und ich denke, das passt auch ganz gut jetzt in die Zeit. Das ist dann noch ein bisschen Abstand. Also manches machen wir jetzt ad hoc, manches wird sicherlich jetzt spontan auch in der Verantwortung der Häuser vorgezogen. Aber um daraus nochmal zu lernen, auch mit ein bisschen Abstand vielleicht
zu gucken, was war jetzt improvisiert, was kann man professionalisieren, was sind aber auch wertvolle Impulse, die wir jetzt bekommen haben, Schwung bekommen haben für die Digitalisierung und wo hakt es vielleicht auch noch mit der digitalen Transformation, denn nicht alles, was jetzt digital improvisiert wurde, ist ja auch echte digitale Transformation. Also diese ganzen Fragen, ich glaube, die können wir dann mit ein bisschen Abstand im nächsten Jahr für die Fortschreibung auch sehr gut aufnehmen und daraus lernen. Mhm. Es war ja auch bisher so, dass sich Bürgerinnen und Bürger beteiligen konnten an verschiedenen Formaten in der Digitalstrategie. Ich denke ja mal, daran wird man auch festhalten. Und Herr Minister Pinkwart hat gerade darauf hingewiesen, dass ja viele Menschen sich in der Krise auf einen neuen technologischen Stand gebracht haben. Denken Sie, das wirkt sich auch auf das Beteiligungsverhalten aus? Ja, das wäre natürlich zu hoffen. Also darauf setzen wir und das wünschen wir uns natürlich. Ich glaube, was man gesehen hat jetzt auch in den letzten Wochen und was vielleicht auch mit dem einen oder anderen nochmal klarer geworden ist, ist, dass Digitalisierung eben kein Nice-to-have ist. Das ist nichts, was man sozusagen mal dann angehen sollte, wenn man gerade Zeit dafür hat. Das ist, glaube ich, auch vielen Unternehmen klar geworden in der Krise, die vielleicht noch nicht so weit waren. Andere waren ja auch schon gut aufgestellt und konnten prima reagieren, aber manche haben da jetzt auch wirklich improvisieren müssen. Und bei Bürgerinnen und Bürgern genauso. Also wenn wir auch über unsere digitale Ausstattung nachdenken, die Anbindung, an der wir ja auch hart arbeiten, dass wir Gigabit-Netze auch ausrollen in Nordrhein-Westfalen, die Mobilfunkversorgung verbessern, andere Themen. Also das sind alles wirklich, wirklich wichtige Themen, die dann in solchen Krisenzeiten natürlich nochmal viel breiter auch wahrgenommen werden als digitale Grundversorgung. Und deswegen hoffe ich halt auch auf ein vielleicht stärkeres Interesse daran, was mit den Digitalthemen in Zukunft geschieht und wie wir uns da als Land auch aufstellen müssen. Und wir wollen auf jeden Fall versuchen, auch diesen Schwung und vielleicht diesen Bedeutungsgewinn, wenn man es mal positiv formuliert, der Digitalthemen dann zu nutzen, um auch zu motivieren, sich weiter an der Digitalstrategie zu beteiligen. Mhm. Sehr gut. Ja, es ist in der Tat ein bisschen schade, dass es sowas wie eine Pandemie braucht, um diesen Status der Digitalisierung als nicht nur nice to have mal zu verändern. Ich glaube, das ist wirklich was gerade viele Menschen, die schon länger mit dem Thema arbeiten, sich dann im Nachhinein eigentlich gewünscht haben. Aber es ist wirklich bedauerlich, dass es dann einen solchen Schockeffekt quasi von außen benötigt. An einer anderen Stelle im Video hieß es Content, Kompetenz und kluge Köpfe. Das ist nicht nur eine schöne Alliteration, sondern das verweist ja auch auf den nicht technischen Gehalt der Digitalisierung als Thema. Also es geht nicht nur um fancy Geräte und gute Infrastruktur, sondern es kommt tatsächlich auch auf die Nutzung und die Medienkompetenz an. Das haben wir, denke ich, vor allen Dingen im Bereich Bildung und Ausbildung ja deutlich gesehen in den letzten Wochen und Monaten. Ist das vielleicht der Anlass für eine stärkere Kooperation auch noch zwischen den einzelnen Ressorts, also an der Stelle vielleicht besonders auch mit dem Schulministerium? Ja, unbedingt. Also natürlich, wir sind da auf Arbeitsebene und Leitungsebene auch intensiv im Gespräch und im Austausch. Die Staatssekretäre haben zusammen in allen Regierungsbezirken Veranstaltungen zur Digitaloffensive gemacht. Also da gibt es schon auch eine enge Verbindung. Aber nicht zufällig ist ja dieser Punkt, auch gerade die Ausstattung der Schulen, die Digitalisierung der Schulen, auch ein Punkt, den Minister Pinkwart kürzlich vorgestellt hat, gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten, als einer der Punkte auch für ein mögliches Konjunkturprogramm, die er dort vorgeschlagen hat, dass man hier nochmal auch investiert. Der Bund hat das auch erkannt und hat nochmal nachgelegt, auch beim Digitalpakt für die Schulen. Und wir wollen das natürlich in Nordrhein-Westfalen auch flankieren. Das Schulministerium hat da auch eine Menge auf den Weg gebracht, schon mit Logineo, der digitalen Plattform, die Schulen nutzen können, die auch jetzt für die Schüler ausgerollt wird und die auch weiter erweitert werden soll. Also ich glaube, das ist auf jeden Fall erkannt und daran wird auch hart gearbeitet, aber das ist ein ganz zentraler Bereich. Aus zwei Gründen. Aus einem, natürlich, wir haben gesehen, es schafft eine gewisse Resilienz, wenn wir an die Schulschließungen denken, aber eben auch unabhängig davon, wie wir gerade schon diskutiert haben, ist die Digitalisierung einfach als Thema für die Schulen besonders wichtig. Mhm.
Kommen wir von Schulen und Ausbildung vielleicht noch mal einen Schritt weiter in Richtung der Hochschulen. Das KAIS ist, wenn man so will, ja ein Forschungszentrum in Gründung. Denken Sie denn, dass auch der Bereich der Digitalisierungsforschung jetzt noch mal stärker gefordert ist? Oder sehen Sie schon jetzt so ein bisschen an den Entwicklungen aus den letzten Wochen, in welche Richtung das geht? Also welche Themen, welche Gegenstände sind da besonders wichtig und müssen beobachtet werden? Also das glaube ich unbedingt und da erhoffe ich mir auch ganz viel von Ihnen und wünsche mir ganz viel von Ihnen an Impulsen, die dann sicherlich auch die Digitalstrategie nochmal weiterbringen können. Denn es stellen sich doch eine Unmenge von sehr spannenden Fragen jetzt. Wir haben zu Beginn über die mobile Arbeit gesprochen und die Veränderung der Arbeitswelt war sowieso schon ein großes Thema im Zuge der Digitalisierung. Das hat jetzt nochmal eine ganz andere Dimension bekommen nach den Erfahrungen auch durch Corona. Was bedeutet das? Wie müssen wir unsere Arbeitsweise, unser Zusammenarbeiten, unsere Kommunikation da auch ändern? Das sind spannende Fragen. Was macht das auch mit Gesellschaft, wenn wir auf einmal digitaler kommunizieren? Es ist ja nicht nur der Inhalt, es ist ja auch das Menschliche, was verändert das im Zusammenleben auch der Menschen, der Gesellschaft, von Kindern, die vielleicht ihre Freunde jetzt digital nur sehen konnten. Also ich denke, da gibt es ganz viele Fragen und die passen auch sehr gut zu unserer Digitalstrategie, die ja auch betont hat, schon im Entwurf haben wir das geschrieben, wir wollen Digitalisierung von verschiedenen Dimensionen sehen und nicht nur eine technische, eine ökonomische, sondern wir wollen auch eine gesellschaftliche, wir wollen auch eine ethische Dimension in den Blick nehmen. Und ich glaube, dabei kann das KAIS uns ja auch sehr weiterhelfen mit Impulsen für die gesamte Gesellschaft und die Digitalisierung, indem sie uns Einschätzungen und Antworten geben auf solche wichtigen Fragen und uns dabei helfen, eben auch wirklich den Menschen bei der Digitalisierung da in den Mittelpunkt zu stellen. Auch das ist da ein so Schlüsselsatz aus unserer Digitalstrategie. Und ich glaube, da passen die Fragen, mit denen Sie sich befassen, auch ganz hervorragend dazu. Und ich hoffe, dass wir da weiter auch einen sehr guten Austausch haben. Das hoffen wir auch. Nehmen wir das als schönes Schlusswort. Wunderbar. Ganz vielen Dank, Herr Pabst. Vielen Dank nach Düsseldorf. Danke Ihnen.